Ja, wir haben die ersten 5 Teams haben wir unter Vertrag genommen. Wir haben ja schon bekannt gegeben, dass die Weltmeister, die Spanier, am Start sein werden. Des Weiteren wird Live Lampater mit Wim Strettinger versuchen, den Sieg von diesem Jahr zu verteidigen. Marcel Kals, Alex Rasmussen, ganz, ganz starkes Team, wird am Start sein. Wir haben Christian Grasmann mit Marc Heester werden am Start sein. Also von daher sind also schon einige Top-Teams, die schon bereits zugesagt haben. Weil wir sind die erste Kategorie der UCI hochgestuft worden. Das ist ganz wichtig, einfach für zum einen für die Sportler, weil sie mehr Punkte bekommen für die Qualifikation für die Weltcups und damit dann auch für die Weltmeisterschaften, Olympiaden. Und zum anderen ist es einfach für uns als Veranstaltung wichtig, weil in Zukunft dieses Qualifizierungssystem vielleicht geändert wird und dadurch einfach auch die Veranstaltung wertvoller wird. Also wir haben die U19, also ganz junge Sportler, die 17, 18 Jahre alt sind am Start, was ganz neu dazugekommen ist. Es ist wichtig für uns, denke ich mal, also nicht nur wegen der UCI, sondern einfach auch so, dass wir die jungen Sportler schon recht früh ranführen, auch gerade an die schwere Bahn hier, die kurze Bahn in Bremen, die ja nur einmal im Jahr eben während der Six Days auch zu befahren ist. Sonst kann man ja nie auf so einer Bahn fahren. Und ich denke, dass das ganz wichtig ist, einfach für die Zukunft auch für den Bahnradsport. Wir hatten also über 25 Frauen, die sich beworben haben sozusagen für den Start hier. Und wir haben dann nach Absprache mit der UCI konnten wir das Fahrerfeld von 12 Damen jetzt auf 18 Damen erhöhen und haben also 50% mehr Starterinnen dann nächstes Jahr am Start. Die U19 wird am Freitag und am Samstag starten, dann Samstag, Sonntag, Montag fährt die U23 und die Damen werden, wie es jetzt die letzten Jahre schon war, am Samstag und am Sonntag an den Start gehen. Und die Profis, die 6 Tage natürlich, von Donnerstag bis Dienstag. Ja.